Ende daneben gesprungen und habe ihn geweckt. Und nochmal hoch. Bin ja auch selbst schuld. So. Zu blöd, bin da richtig zu springen. Ah, die Hexe, die wird fluchen, ihr Gold muss sie nun suchen. Ich werde mich bald rächen und die Stäbchen euch zerbrechen. Juhu. So, kann ich hier noch erstmal den Kronleuchter reinfliegen? Irgendwas finden. Außer den Kronleuchter. Aber ansonsten. Erstmal nicht. Einfach hinten rein. Yes. So, dann sind wir mit dem Haus am Anfang jetzt schon mal durch. Ich hab nur geguckt, was du machst. So, laufen wir einmal hier durchs Labyrinth. Das ist eine Lache im Labyrinth. Aua. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Hallo? Ich möchte gerne mein... Danke! Ich wollte die ganze Zeit nur die Unsterblichkeit aktivieren, aber ich konnte mich nicht, weil er mich einfach... ja, gestunlockt hat, der Gegner. Don't do that. Also ich meine, solange man seinen Unbesiegbarkeitsstuff aktivieren kann, kann man alles töten. Und alles überleben. Außer Wasser. Also kaltes Wasser. So. Erstmal wieder volle Energie. Ich habe da nur nicht mehr so viele von den goldenen Federn, aber... Ich wollte eigentlich liegen lassen. Wahrscheinlich probiert man das als Kind auch gar nicht so aus, um hier alles Mögliche um die kaputt zu hauen. Oh nice. Eine goldene Feder wieder zurück. Man kann sogar den einen Hai töten in der einen, in der zweiten Welt. Treasure Trove Cove. Okay. Das wusste ich nicht. Aufmachen, wieder weg. Bevor ich hier angerufen werde. So, kriegt die Tür da auf? Nein. Haben wir zumindest im Labyrinth schon mal alles. Komme ich oben aufs Labyrinth, um da rechts dann auch irgendwie hinzukommen? Mit den Eiern einfach. Okay. Doch, ich bin doch einfach rüberlaufen, sagte er und fiel in den Abgrund. Nicht direkt in den Abgrund, aber, ne? So blöd dann hochzulaufen. Da, jetzt vorsichtig. So. Geht doch.
Ich glaube nicht, dass Banjo auf die Switch kommt, wenn es immer noch Microsoft gehört. Also ich glaube, hier will man nicht drauf treten. Die sind nämlich ein bisschen stachelig. Aber wir können einfach überspringen. Oder so hier reinschieten. Ob das so gewollt war, weiß ich nicht. Moment. Plop. Ja, fast. Ja, fast. Diese Vasen machen auch wieder geile Geräusche. Was? Brauchst du mehr als eine? Smash. Vielleicht ja doch irgendwann mal. Wenn sich Microsoft dazu herablässt. Oh, nice. Thank you. Kann man das kaputt machen? Oh, ich kann da einfach durch. Richtiger Secret-Raum hier einfach. Okay. Wir sind nichts weiter. Und wieder raus. Also ich hätte jetzt da kein, weiß nicht, Fakti oder sowas, was es in Töpfen rausgehört, aber okay. Ist ja schon gemein. So, kann ich... Ja, Moment. Kann man nicht auf den Gräbern draufstehen? Yes. So. Perfekt. Dann erstmal hier oben alles einsammeln. Oh! Da kann man rein. Also, hoch. Mhm. Sprungplattform, um wahrscheinlich noch weiter hochzukommen. Sonst auch nichts weiter. Dann ab nach oben. Nice. Dann haben wir hier in der Kirche außen schon mal was. Dann würde ich gerne zum Mumbo. Da komme ich da vorne links über die Wand. In dem Haus da rechts ist aber auch richtig Party. Auch mit den Skeletten davor, die am Rumdancen sind einfach. Wir sind richtig Paper einfach. So, da waren wir größtenteils. Da waren wir größtenteils. Und ist da hinten noch ein bisschen Stuff. Dann gehen wir erstmal jetzt zum Mumbo. Das war interessant, dass ich da runtergerutscht bin. Zumindest liegt hier bei der Kirche auf jeden Fall noch mehr als genug Zeugs zum Heilen auf dem Boden. Ich hoffe, ich habe genug Schädel für Mumbo. Das wäre jetzt blöd, wenn nicht. Ist da noch was versteckt? Yes. Wie viel brauchst du? Ah, easy. Ich mache mir Sorgen, Anu. So. Aber ich sehe gerade, ich kann noch mal nach oben. Dann mache ich das auch. Denn hier ist noch eine Goldfeder. Und sonst nichts.
Okay. So, unsere nächste Verwandlung. Wir sind jetzt ein Kürbis. Bumbo machen gut Kürbiszauber. Gut für tun in lecker Suppe. Wer hätte erwartet, dass wir einfach ein Kürbis werden? So, irgendwo. Kann ich, glaube ich, irgendwie nach oben. Ich glaube, bei einem von den Rohren ist da irgendwas, um hochzukommen. Und zwar hier. Na? Oder hier ist einfach nur ein Puzzleteil. An das ich nicht dran komme, weil ich von oben runterfallen muss. Wie kam ich nochmal nach oben? Das Labyrinth gerade was? Ich glaube nicht. Dann suchen wir mal ein bisschen. Wobei ich glaube, ich hätte eine Idee, wie ich nach oben komme. Ob ich hier noch irgendwas machen kann, jetzt spontan. No! Don't hurt me! Lass mich gehen! Ich bin nur ein einsamer Kürbis. Herr Ginger, ich sehe dich. Komm später zu dir. Kürbis Augen und Rucksack hätte, würde ich sagen, ja, ist ihn nicht. Dem stimme ich zu. Wo bringe ich das hin? Hier hin. Zur Party. Erstmal schnell hier durch. Ich glaube, hier wollte ich auch noch nicht hin. Nein. Und zurück. Ich muss gerade erst irgendwie den Weg oben aufs Dach finden. Und dem gefühlt erstmal alle anderen Wege. Ja, mein Dach kann ich nochmal durch. Hier ist Mumbo. Da komme ich nicht hoch. Hier noch was drin? So, nur mal kurz gucken. Ah, nee. Die waren auch weiter oben, die Sachen. Durchs Labyrinth? Wobei doch. Vielleicht doch durchs Labyrinth. Ich mag übrigens keinen Kürbis. Glaube ich. Das ist nicht so ganz mein Geschmack. Ich bin praktisch, wenn ich hier einfach irgendwo durch könnte. Um da rechts dann hochzukommen. Moment. Haha, ich sehe was. Nochmal zurück zur Kirche. Ich glaube, ich habe einen Weg gesehen. Mein Kopf ist übrigens offen, ne? Wenn ich springe, sieht man, wie mein, ja, Kopf aufgeht. Ist, glaube ich, nicht ganz so gesund, wenn ihr einfach, keine Ahnung, den Deckel von eurem Kopf einfach nehmen könnt. So. Irgendwo hier, habe ich gesehen, ja, da ist ein Durchgang. Habe ich nämlich gerade zufällig gesehen, als ich da von der anderen Seite rüber geguckt habe.
So. Jetzt können wir hier nämlich entlang. Jetzt kann ich davon eben einmal das Puzzleteil holen. Für Brooke macht das nichts aus. Das stimmt. So. Nummer 5. Läuft. In die andere Richtung. Fun Fact: Es gibt keine Kürbismarmelade, es gibt nur Kürbiskonfitüre. Denn Marmelade ist halt quasi nur, wenn es aus Zitrusfrüchten besteht. Also sowas wie Orangenmarmelade, Zitronenmarmelade, sowas in der Richtung. Erdbeer und alles andere Stuff heißt Konfitüre. Frag mich nicht, warum es da überhaupt einen wirklichen Unterschied gibt. Wenn man nicht einfach alles Marmelade nennt, weil jeder sagt Marmelade dazu. Aber ja. Weiterer Fun Fact: Kürbisse zählen als Beeren. Weiterer Fun Fact: Gurken auch. Noch weiterer Fun Fact: Erdbeeren sind keine Beeren. Genauso wenig wie Himbeeren. Oder so. So. Jetzt sind wir doch sicher klein genug, oder? Viel Spaß, Kleiner! Erstmal das Klo runterspülen. Geil! Wer wollte nicht schon mal in dem Klo sein? Oh, gebaitet. Ich gehe da mal wieder, ne? Wer in die Toilette taucht, der auch alte Socken raucht. Ja, Svenja. So. Erdbeeren sind eigentlich Erdnüsse. Scheiße, Mann. So, die Frage ist, kann ich als Kürbis über die Dornensträucher laufen? Yes, kann ich. Bringt mir das etwas? Ich glaube nicht. Freue mich, wenn ich einfach wieder runterfalle. Vielleicht kann man erstmal ein bisschen Heilung holen. Das stimmt, eigentlich ist wirklich fast alles Konfitüre. Aber jeder sagt Marmelade dazu. Don't mess with Lebensmittelbezeichnungen. Man darf ja auch keine Nicht-Wurst Wurst nennen. Also sowas wie vegane Wurst darf nicht vegane Wurst heißen, weil anscheinend der Begriff Wurst geschützt ist. Nur für Fleischwurst. Also Wurst aus Fleisch. Genauso darfst du auch nicht Kuhmilch Milch nennen, weil der Begriff Milch anscheinend auch geschützt ist für Milch aus Kühen. Dementsprechend der Begriff Sojamilch ist nicht legal, in Anführungsstrichen. Komme ich hier eigentlich raus? Kann ich einfach kaputt machen? Ja, kann ich. Wieso habe ich das nicht vorher schon gemacht? Ich glaube, genauso Sonnenmilch und sowas ist wahrscheinlich auch nicht erlaubt. Und die Rattenmilch genauso wenig. Ziegenmilch? Muttermilch? Ich habe keine Ahnung. Ich frage das die Lebensmittelgesellschaften. Die denken sich diese komischen Regeln aus. Hier ist der Ausgang. Haben wir zumindest bei dem Haus jetzt aber wirklich alles. Jetzt kann ich mal gucken, ob ich da das eine Tor noch aufbekomme. Hätte ich eigentlich auch vorher schon machen können. So, Party crashen. Kann ich nicht? Nur mit den Goldfedern wirklich. Was ist da hinterm Haus? Ah, nice, da ist die Sprungplattform für hoch. Probieren wir das nochmal.
Mehr kann ich da jetzt auch erstmal nicht machen, also weiter in die Richtung. Und da können wir die Tür auch noch aufmachen. So. Und einmal hoch zum Ginger. Kann ich den? Nein. Wie kriege ich den? Kann ich das Wasser überhaupt rein? Wenn das Wasser rein ist, kein Problem. Ah, geht doch. Auch wenn ich hier jetzt nicht tauchen wollen würde in einem grünen Wasser, aber okay. Irgendwann schaffe ich es, diesen Ikambokam zu holen. So. Den Bereich glaube ich auch erstmal alles. Dann bleibt nur noch der Bereich hier. Stiefel, die habe ich gesucht. Ich gehe einfach mal davon aus, ich darf die Pampe hier auf dem Boden nicht berühren. Oh, komm mal gar nicht hoch. Gut, halt nicht. Dann nehmen wir den Stuff hier nur mit. Oh. Und es ist oh am Ende. Okay, das reicht. So viele Noten habe ich doch gar nicht bisher gefühlt. Und wir sind schon eigentlich überall gefühlt einmal gewesen. So, zwei Drittel haben wir jetzt. So. Ja, es gibt auch Limonaden, die zu wenig Zucker drin haben und deswegen nicht Limonaden heißen dürfen. Mir das Wasser abstellen. Oder auch das Puzzleteil mitnehmen. Wenn ich es erwische. Oh Gott, da unten durch. Wird jetzt ein Spaß. Ja, das wird ein Spaß. Breaken Sie mich nicht. Und wieder runter. Es geht auch sicher mit dem Kürbis ein bisschen einfacher. Jetzt bin ich ja schon mal hier. Wobei, gehen wir mal kurz raus und holen den Kürbis, dann kann ich ihn nebenbei mal heilen. Wieder rauskommen. Geht doch. So, sicher noch. Falscher Knopf. Irgendwo noch ein bisschen Heilung. Zumindest auf dem Friedhof müsste eigentlich noch alles möglich an Heilung. Friedhof. Oh, Moment. Du hast gesehen. Vom Friedhof komme ich auch sehr schnell wieder zum Mumbo.
So, kann man die ganzen Heilungen hier mitnehmen. Hab's ja extra liegen lassen. Ja, schön, dass in diesem Spiel einfach nichts despawnt gefühlt. Hat einfach alles auf ewig hier rumliegen. So. So. Oh, durch das Fenster komme ich gar nicht durch. Nee, durch das.